reden heute über Berufe, die sich rund ums Abwasser drehen. Und ich habe gehört, es gibt zwei unterschiedliche davon. Genau, es gibt einmal die Fachkraft für Abwassertechnik und die Fachkraft für Rohrkanal und Industrieservice. Und worin unterscheiden die sich genau? Die Fachkraft für Abwassertechnik arbeitet auf der Kläranlage, während die Fachkraft für Rohrkanal und Industrieservice mit dem Team im ganzen Stadtgebiet unterwegs ist und sich dort um das Kanalnetz und deren Funktionsfähigkeit kümmert. Unsere Aufgabe ist es, die Skimrinne nach einer gewissen Zeit, wenn sich die ganzen Schwebstoffe vor der Rinne gebildet haben, nach unten und nach oben zu fahren, so dass die ganzen Schwebstoffe in die Rinne abgeleitet werden können und von der Wasseroberfläche quasi entnommen werden. Somit ist gewährleistet, dass die Wasseroberfläche auch immer klar und sauber ist. In der Schule haben wir einen Test gemacht, der uns zeigen sollte, für welchen Beruf man geeignet sein könnte. Und ich hatte halt für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik 93-prozentige Übereinstimmung. Und über Kontakte habe ich dann durch Glück eine Praktikumsstelle bekommen. Es hat mir dann im Endeffekt so viel Spaß gemacht, dass ich mich dazu entschieden habe, eine Ausbildung zu machen. Nun sind wir am Probeentnahmeschrank, der Ablauf unserer Kläranlage. Wir haben hier eine 24-Stunden-Mischprobe. Jeder Behälter steht für 2 Stunden Probeentnahme. Damit können wir besser und fester definieren, zu welcher Zeit welche Belastung am höchsten war. Hier auf der Haupteinfahrt laufen, wie ihr seht, alle Informationen so zusammen, die auf der Kläranlage zusammenlaufen können. Ihr müsst nach der Ausbildung dementsprechend die Werte, die hier auflaufen und die Informationen, die hier auflaufen, dann bewerten und dementsprechend handeln können. Die Abluftbehandlungsanlage ist dazu da, um die Abluft, die beispielsweise in den Becken entsteht, zu reinigen. Das heißt, hier beispielsweise unter der Abdeckung, ja, da haben wir die Abluft, die sehr stark riecht und die wird abgezogen, aktiv über die Rohrleitung dort hinten, unsere Abluftbehandlungsanlage zugeführt, geht über 2 Wäscherstufen und dann über die Wäscherstufen rüber dann in den Biofilter und über den Biofilter dann erst wieder in die freie Atmosphäre. Hat den Hintergrund, hier stinkt's, also pfui, und hier raus dann hui. Meine Lehrerin hat mich auf den Beruf gebracht, da ich wirklich gar nichts wusste. Habe ich mir gedacht, okay, komm, ich probiere den mal aus, und habe ich die 3 Tage Praktikum gemacht. Und dadurch, dass der ziemlich abwechslungsreich ist, fand ich ihn ziemlich gut im Beruf. Das war eine heutige Schachtinspektion, und dann beim Schachteinstieg musst du immer vorher einmal freimessen. Das ist ein Gasfanggerät. Das misst CH4, CO2, O2 und H2S, damit, falls unten eine gefährliche Atmosphäre für dich entsteht, dass du dann auch gewarnt wirst. Den musst du, wenn du einsteigst, immer bei dir tragen. Dann hängen wir uns den Multiwarner um. Ich hänge den jetzt mal auf die Seite. Hast du den Selbstritter? Hast du schon an? Wunderbar. Da ist oben, ist der Schacht natürlich relativ eng. Und wenn du dann keine langen Sachen hast, sondern nur die Haut und irgendwo hängen bleibst, dann reißt dir die Haut auf, dann können da Keime reinkommen, dann bist du krank. Handschuhe genauso, halt zur Hygiene und zum Schutz von der Haut. Ja, ich habe zuvor eine Ausbildung zur umweltschutztechnischen Assistentin gemacht. Das ist eine schulische Ausbildung. Und da behandelt man auch das Thema Abwassertechnik und generell naturwissenschaftliche Fächer. Und dann habe ich mich nach der Ausbildung nach diesem Beruf umgeguckt. Kann ich ja die Kamera bewegen, rumkreisen lassen. Die hat schon ein seitenauffälliges Bild, das heißt, egal in welcher Position, der zeigt immer einen geraden Horizont an. Das ist halt eins der neueren Modelle schon, die können das, die alten konnten das noch nicht. Die hat auch, wie wir gerade gesehen, das automatischen Fokus, wenn irgendwas unscharf ist, die stellt sich immer wieder automatisch scharf. Ja, dann fahren wir jetzt noch das Stückchen hier bis zum Ende der Haltung. Jetzt müssen wir noch das Video beenden, das machen wir hier auf dem Bildschirm. Wir haben dann noch einen Mitarbeiter im Büro sitzen, da erfolgt dann die Auswertung. Der guckt sich das Video nochmal an, sieht dann die Schadstellen, bewertet die. Und nach diesen Bewertungskriterien werden dann Schadklassen unterschieden, und anhand deren kann man feststellen, wie schnell und wann diese Schäden saniert werden müssen. Und welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Für beide Berufe ist es der Hauptschulabschluss, mindestens. Wir hatten auch schon Azubis mit Realschulabschluss oder Abitur. Und natürlich, ja, Interesse an der Umwelt, handwerkliches Geschick, Mathe- und Chemiekenntnisse
und keinerlei Berührungsängste, auch mal in einen Kanal einzusteigen oder auf der Kläranlage zu sein. Und wie sieht es aus mit körperlichen Voraussetzungen? Ja, also gerade im Kanal darf man natürlich keine Platzangst haben, das ist auch mal eng. Und ansonsten auf der Kläranlage, da sind dann gerade auch mal Tätigkeiten wie zum Beispiel eine Pumpe reparieren notwendig, sodass man schon ein bisschen Kraft mitbringen muss. Aber wir haben auch beispielsweise 50% Mädels bei uns, also das sollte kein Hinderungsgrund sein. Wenn man die Ausbildung jetzt fertig hat, welche Möglichkeiten gibt es da weiterzumachen? Die erste Möglichkeit wäre, wenn man 2 Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, dann kann man auf den Berufen aufbauen und den Meister machen. Das wäre bei dem RKI der staatlich geprüfte Meister für Rohrkanal Industrieservice und im Abwasserbereich ist es der Abwassermeister. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, nach der Berufserfahrung den Umwelttechniker zu machen an diversen Bildungsträgern oder letztendlich im Studium seine ganzen Fertigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen. Also eigentlich wollte ich Chemielaborantin werden, aber durch Einfluss von außen habe ich diesen Beruf hier kennengelernt und ich fand diesen im Großen und Ganzen interessanter, weil er sehr vielseitig ist. An dem Beruf gefällt mir, dass er sehr abwechslungsreich ist, weil man halt eben auch andere Bereiche wie zum Beispiel die TV-Inspektion oder die Sanierung hat. Ich war sehr überrascht, was die Fachkraft für Abwassertechnik mir bietet. Mir war es sehr wichtig, in der Umwelt, für die Umwelt was zu tun und auch für die Zukunft. Ich mache was Gutes für mich, für die Zukunft, für die Umwelt, denn Abwasser muss immer gereinigt werden und ja, das ist einfach top. Einfach top.